Jagdszenen in Dunkeldeutschland. Hier in Thüringen begann es und hier endete es auch. Ein mörderisches Drama mit 10 toten Opfern und 2 toten Tätern. Manchmal trafen sie sich irgendwo auf einer Waldlichtung und tanzten zu ihrer Musik. Rechtsrock, Heavy Metal. Es war die Musik, die sie zusammenhielt, anfangs. Und fast immer waren sie dabei. Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und ihre rechten Kameraden aus ganz Deutschland. Eine verschworene Gemeinschaft, geeint in ihrer Gesinnung. Neonazis, Ausländerfeinde, hasserfüllte Rassisten. Es brannte Anfang der 90er Jahre. Flüchtlinge aus aller Welt waren in Lagern und Neubausiedlungen untergebracht worden. Rostock-Lichtenhagen wurde zum Symbol. Manche gaben sich mit niedergebrannten Häusern nicht zufrieden. Also wir werden euch jetzt erstmal demonstrieren, wie wir anhand von irgendwelchen Hilfsmitteln, irgendwelche Objekte, die was jetzt von irgendwelchen Linksextremen besetzt werden oder von irgendwelchen Asylanten, sprich jetzt Asylantenheim, also wie wir die jetzt dadurch jetzt stürmen tun und so. Der Vermummte von damals sitzt heute in einem Gefängnis in Thüringen. Anarchie wurde auf jeden Fall. Komplette Anarchie. Straßenschlachten. Dann haben wir hier den Polizisten angegriffen, dann haben wir Straßensperren aufgebaut, dann haben wir Häuserhirten besetzt, also war die komplette Hirtenanarchie. Und Sven Rosemann immer dabei. 1991 kam er hinter Gitter. Hier in der Haftanstalt Hohenleuben traf er auf Gleichgesinnte. Und da lernte ich auch einen Herrn Uwe Böhnert kennen. Die Zelle ging auf und der kam rein. Ich hatte den Eindruck, dass er eigentlich reif war für das Alter. Zwar vielleicht noch nicht so politisch jetzt und gefestigt. Also er war jetzt zum Beispiel nicht so bewandert mit der deutschen Geschichte. Hatte noch ein bisschen Flausen im Kopf. Auch die ganze Kleinkriminalität hier, irgendwelche Autos klauen und sowas war da wohl. Aber ansonsten als Mensch an sich war er halt spitze. Uwe Böhnhardt kehrte nach seinem Gefängnisaufenthalt nach Jena-Lobeda zurück. Hier wuchs er auf. Bald lernte er aus einem anderen Stadtteil Beate Zschäpe und Uwe Mundlos kennen. Mundlos war schon zu DDR-Zeiten als Neonazi aufgefallen. Mit dem Zusammenbruch der alten Autorität versuchten alte und neue Nazis, die Kontrolle über Jena zu gewinnen, mit brutaler Gewalt. Das war die Phase, in der ich das erste Mal überhaupt die rechte Szene in Jena bewusst wahrgenommen habe, weil ich 1993 das erste Mal so richtig zusammengeschlagen wurde, nach einem Fußballspiel vom FC KZ Jena. Auf dem Heimweg von 3 Nazis, eine Frau, beste Freundin von Beate Zschäpe, und 2 Männer mit Festhalten, Tritt in die Magengrube, Tritt mit Stiefel, mit Stahlkappen dran ins Gesicht. Das war eine Kampfzeit in einem gewissen Sinne. Das Stadtzentrum, das wurde ab 22, 30 auch gefährlich, weil Nazis in Autos mit Baseballschlägern auf den Straßen warteten und geschaut haben. Wir kannten die Autokennzeichen auswendig, zum Teil wie so ein Herbeten. Hast du mitbekommen, dass Wohlleben ein neues Auto hat und letztens mit dem Auto von Mundlos unterwegs war? Weißt du, was der für ein Auto fährt? Wir wollten halt die Linken komplett hier handlungsunfähig machen. Komplett hier zurückdrängen, zerschlagen, auflösen. Mit roher Gewalt. Straßenschlachten, Salzschlachten, Ausspähen der Gegner, Abfangen, Stürmen von irgendwelchen Konzerten. Das komplette Programm. Bis aufs Blut, dass es da halt keinen hier Toten groß gegeben hat, das tut mich eh noch wundern. Es sind doch Leute zu Tode gekommen. Es sind doch Menschen ermordet worden von Nazis. In Magdeburg, in Zerbst. Bei den ganzen Übergriffen auf die Asylunterkünfte damals. Ah!
braucht man nie suchen, die waren ja eigentlich überall zu finden. Also die hat es dann eigentlich so irgendwo erwischt auf der Straße oder sowas. Die Flüchtlinge, die Ausländer, die Migranten, da brauchte man nicht extra zum Heim. Es war eine Zeit des Hasses. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz bekam Wind davon, was sich in Thüringen und anderswo zusammenbraute. Man sah das Problem, zu wenig Informationen über Neonazis zu haben. Rechtsradikale Informanten sollten daher die Geheimnisse ihrer eigenen Szene verraten. V-Personen, Vertrauenspersonen sind für uns ausgesprochen wichtig. Denn wie will man ansonsten an den harten Kern einer extremistischen oder gar terroristischen Gruppierung kommen, wenn man nicht Menschen in der Nähe hat, die einem Informationen zuliefern? Und so beschloss man, die Szene zu unterwandern. Also seinerzeit ist man konzertiert vorgegangen und in der Tat ist es gelungen, eine Reihe von Personen anzusprechen, auch anzuwerben. Spitzel, V-Leute in der radikalen Szene sind brandgefährlich. Sie gehören dazu, machen mit und verraten gleichzeitig ihre Kameraden. Sie tragen auf beiden Schultern und niemand weiß, wem sie wirklich dienen. Manche, wie Ralf Marschner aus Zwickau, waren an Brandanschlägen auf Flüchtlingsheime beteiligt. Gegen andere wurde wegen Mordversuchs ermittelt. Man wusste über die Gefahr. Wir wollen auch terroristische Strukturen aufklären. Und um die Informationen zu bekommen, ist es manchmal auch notwendig, dass man bestimmte Risiken bei der Quellenführung eingeht. Ein riskantes Spiel. Zuweilen wurden Verfassungsschutzspitzel sogar zu Anführern rechter Gruppen. Was aber wichtig ist, ist, dass man Personen heranführt. Und darum sind Quellen oder V-Personen ja nicht nur Informanten, sondern das sind Personen, die man dorthin steuert. Sie bittet, einen bestimmten Auftrag auszuführen. Einer der ersten V-Männer lieferte bald Ergebnisse. Sein Name war Thomas Richter, Deckname Corelli. Und er traf bei der Bundeswehr 1995 auf Uwe Mundlos. Corelli berichtete, dass Mundlos eine Kameradschaft in Jena mit aufgebaut hätte. Von da an war das Bundesamt über Mundlos und seine Freunde informiert. Während Anfang der 90er Jahre Gewalt das Vorherrschende war, wurde so ab, ich würde sagen eher ab 95, plötzlich Demonstrationen, Flugblätter, Aktionen das Vordergründige. Der Todestag von Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess wurde Anlass für Aufmärsche von Neonazis aus Ost und West. Und immer dabei Uwe Mundlos, Beate Zschäpe, Uwe Bönhardt, die Kameradschaft Jena und ein kleiner, dicker Junge, der bald eine wichtige Rolle spielen sollte, Tino Brandt. Die erste Generation, wir hatten dann keinen großen Bock mehr auf die ganze politische Arbeit und haben das mehr oder weniger Herrn Brandt übergeben gehabt. Mit allen Telefonnummern, Kontakt. Adressen etc. Ab da hat er dann halt das Zepter übernommen. Der damals das rechte Zepter übernahm, ist eine der Schlüsselpersonen der Affäre. Ja, ich bin relativ zeitnah nach der Wende nach Regensburg gegangen, um dort meine Ausbildung zu machen. Und man hat den Drogenkonsum gesehen. Das Pack, was da rumgelaufen ist, verlotterte, pennerähnliche linke Jugendliche, das war einfach nicht das, wie wir uns das vorstellen. In seinem Heimatort Rudolstadt gründete Brandt 1995 den Thüringer Heimatschutz. Die Heimat wurde bedroht durch den neoliberalen Orwellschen Verfolgungsstaat. Und zwar die DDR nicht der Idealstaat, allerdings auch das BRD-System war nicht das, was wir wollten. Für uns gab es eigentlich dementsprechend nur einen dritten Weg, den Weg, den wir als deutsche Sozialisten gehen wollten, eben einen nationalen Sozialismus. Ein Weg, der von Anfang an mit Gewalttaten gepflastert war. Es begann mit einer Bombenattrappe mitten in der Heimatstadt des Heimatschutzes. Das in Rudolstadt, das war ja damals ich. Das kam auch nie raus. Das war anlässlich zum Rudolf-Hess-Marsch. Da hing ein Plakat, Rache für Hess. Unten drunter prangte noch ein Hakenkreuz. Und das Plakat war halt verbunden mit einer Bombenattrappe. Und es blieb nicht bei einem Anschlag. Immer wieder provozierten die rechten Kameraden des Heimatschutzes die Polizei. Störten etwa Gedenkveranstaltungen für Faschismusopfer in Rudolstadt.
bekannte Leute wie Kameradschaftsführer von Jena, ich, aber auch die drei, Uwe Mundlos, Uwe Böhnert und Beate Zschäpe, haben daran teilgenommen. Und es hat im Nachhinein dann Ermittlungen gegeben der Polizei. Man hat Telefonüberwachung gemacht, Hausdurchsuchungen gemacht, Akten noch und nöcher produziert. Das Landeskriminalamt gründete daraufhin die Sonderkommission REX. Die SOKO machte bald Uwe Böhnhardt als führendes Heimatschutzmitglied aus, nahm den jungen Neonazi ins Visier, durchsuchte die Wohnung seiner Eltern bald regelmäßig. Er wusste genau, wie weit er zu gehen hatte, wie weit er gehen durfte in seinen Aussagen bei der Polizei. Prinzipiell hat er überhaupt keine Aussagen gemacht. Er war geschult, geimpft und hat das fanatisch durchgezogen. War ein Fanatiker, den man sehr gut steuern konnte, nutzen konnte, gerade in Hinsicht von gewalttätigen Auseinandersetzungen. Es war eine Terrortruppe, die entstand. Zum Anlass eines Besuches des Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Ignaz Bubis wurde ein Puppentorso aufgehängt. Man muss ja dann von einer terroristischen Gefahr ausgehen, wenn man schon anfängt, Strohpuppen von Herrn Bubis, als Herr Bubis-Imitat, von den Brücken zu hängen. Also das ist doch mehr als normale Kleinkriminalität im rechten Bereich. Die Kameradschaft Jena zeigte Präsenz. Geschlossen trat sie beim Prozess gegen den Rechtsterroristen Manfred Röder auf. Der hatte die Wehrmachtsausstellung in Erfurt angegriffen. Die SOKO REX verstärkte in dieser Phase ihre Ermittlungen, observierte die Heimatschützer regelmäßig. Das blieb denen nicht verborgen. Wir hatten da zum Beispiel jemanden auf dem Saalfelder Landratsamt. Da hat er Einblick in alle zugelassenen Fahrzeuge von hier den Zivilstreitkräften in ganz Thüringen. Und so waren wir da halt auch immer ziemlich im Bilde, was für Fahrzeuge uns hinterherfahren. Dann haben wir auch hier den Funk abgehört. Also wir waren eigentlich stets im Bilde, sag ich mal. Doch auch die Polizei war schnell gut informiert. Denn auch sie hatte Spitzel in der rechten Szene. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, als ich diese Hinweise bekommen habe aus der Szene, allumfassenden Überblick über die gesamte Thüringer rechten Szene. Also sprich über den Heimatschutz, über die Strukturierung. Bei der Polizei erahnte man, dass hier keine rechten Spielkinder am Werk waren, sondern zu allem entschlossene Untergrundkämpfer. Wenn man vom Tag X faselt, wenn man die Macht übernehmen will, das ist ja jeden Freitag verkündet worden. Man hat darauf hingearbeitet, irgendwann mal ganz groß zuzuschlagen. Uwe Böhnhardt schien im Oktober 1996 gebändigt zu sein. Wegen illegalen Waffenbesitzes wurde er zu 3 Jahren Haft verurteilt. Die Arbeit der Polizei zahlte sich aus, so schien es. Doch Böhnhardt blieb zunächst auf freiem Fuß und revanchierte sich auf seine Weise. Er verschickte mit Mundlos und anderen Heimatschützern Briefbombenattrappen an die Polizei, die Stadtverwaltung und an eine Zeitung. In einem dieser Briefe wurde auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, mit Bombenstimmung in das nächste Jahr etc. Wir haben eine TKÜ für Tino Brandt bekommen, eine Telefonkommunikationsüberwachungsanweisung vom Gericht. Und wir haben uns dann gewundert, dass da nichts zu sehen war und nichts zu hören war. Denn die Polizei hatte noch einen Schattengegner, mit dem sie sich herumschlagen musste. Also die Mitglieder der Szene haben direkt uns gegenüber kein Geheimnis gemacht. Sie wüssten sowieso, dass Tino Brandt beim Verfassungsschutz arbeitet. Und nur deswegen hat man sich ihm auch angeschlossen, weil die Gefahr deswegen nicht so groß sei, dass man im Prinzip bei Straftaten überführt wird. Es waren die rechtsstaatlichen Nachfolger der Stasi, die jetzt den Rechten halfen. Infolge von Konzerten bin ich angesprochen worden. Und zwar gab es im Nachgang der Konzerte verschiedene Interviews mit lokalen Medien. Und das hat damals das Landesamt für Verfassungsschutz als Aufhänger genommen, um in Kontakt zu treten, erste Interviewfragen zu stellen und mit einem dann zusammenzuarbeiten. Tino Brandt wurde zum V-Mann,
Deckname Otto. Der Chef des Heimatschutzes wurde jetzt vom Staat bezahlt. Politische Arbeit kostet Geld. Wenn man jedes Wochenende auf Demonstrationen unterwegs ist, auf Veranstaltungen und Ähnliches, das kann man kaum von normalem Gehalt bezahlen. Zu Hess-Aktionszeiten hatte ich Handy-Rechnungen von 1.000, 1.500 Mark gehabt. Und auch die Finanzierung der Anwaltskosten wäre kaum möglich gewesen, wenn das Landesamt diese nicht immer ersetzt hätte. Der Verfassungsschutz warnte Brandt auch vor laufenden Ermittlungen der Polizei gegen seine Gruppe. Quellenschutz ging über alles. Beamten kamen ja immer wieder zu mir und beklagten sich, dass sie bei Durchsuchungsaktionen recht frustriert waren, weil wir erstens gar nichts gefunden haben, zweitens heitere Gelassenheit bei den Leuten, die durchsucht worden sind. Nach dem Motto, ach, kommt ihr endlich, ne, das Richtige, noch obendrein veräppelt worden sind. Je tiefer ich in diese ganzen Ermittlungen hineingeraten bin, umso fassungsloser wurde ich, was sich da im Prinzip aufgetan hat. Und man hat schon direkt gemerkt, dass dieser Quellenschutz zutage tritt. Anfang 1997 wurde überdeutlich, wie gefährlich rechte Extremisten waren. Einer von ihnen, Kai Diesner, erschoss auf einem Autobahnparkplatz bei Lauenburg einen Polizisten und verletzte einen anderen schwer. Er sei ein Soldat des Weißen Arischen Widerstandes, sagte Diesner. Für die Szene war er deshalb ein Idol. Ja, das war aber auch Notwehr. Hätte jetzt er nicht geschossen, dann hätten halt Hirten sie geschossen. Was soll's? Das war halt damals so. Die Soko Rex des Thüringer Landeskriminalamtes beobachtete in dieser Zeit, wie der Heimatschutz den Widerstand im Untergrund konkret plante. Bei Hausdurchsuchungen wurden sogar detaillierte Sabotageanleitungen gefunden. Wir haben uns alles, was jetzt solche Sachen anging, haben wir uns ausgetauscht. Jeder hat halt gezeigt, was er sich neu Hirten gekauft hat. Der eine Hirten das Gewehr, der nächste Hirten die Pistole. Dann hat man halt Hirten gefachsimpelt, wie man das umbauen kann. Er hat was abgeguckt von mir, ich habe was abgeguckt von ihm. Uwe Bönhardt setzte dieses Wissen um, bastelte in seinem Kinderzimmer Bomben. Im Herbst 1997 durchsuchte die Polizei das Hauptquartier des Heimatschutzes in Heilsberg. Die Nazis schienen sich auf einen Untergrundkampf vorzubereiten. Das Thema wurde angesprochen, ob man nicht langsam mal dazu übergehen könnte, irgendwie einen bewaffneten Arm ähnlich der RAF zu bilden. Wenigstens mal ein Ding hochjagen, so ein Gedenkstein oder sowas. Das war eigentlich erstmal der Plan. Leute jetzt irgendwie zu verletzen, eigentlich erstmal nicht. Das kam manchem bekannt vor. Meine kriminalpolizeiliche Expertise hat sich eben gespeist aus diesen Entwicklungsprozessen der RAF. Und die gleichen Entwicklungsprozesse haben wir dann gesehen im rechten Bereich. Der LKA-Chef warnte öffentlich vor einer rechten Terrorgruppe. Ich durfte den Begriff Braune Armee-Fraktion nicht mehr verwenden. Der Staatssekretär Peter Krämer hat mir das ausdrücklich verboten. Weil ich angeblich hier ein Monstrum aufzeichne würde, das gar nicht existiert. Doch Sprechverbote stoppten den Terror nicht. Der Heimatschutz machte ernst. Uwe Bönhardt und Komplizen stellten einen Koffer vor dem Theater in Jena ab. Darin eine Bombe, gefüllt mit einigen Gramm TNT. Wie sich herausgestellt hat, diese sogenannte Theaterbombe war eine voll funktionstüchtige Bombe. Es hat nur die Energiequelle gefehlt für den Zünder. Kurz darauf wurde Bönhardt in zweiter Instanz zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt. Zum Verhängnis wurde ihm ein Telefonat mit Beate Zschäpe. Die beiden hatten verabredet, Nazi-Rock-CDs zu verkaufen. Doch in Haft kam Bönhardt wieder nicht. Die Polizei blieb ihm auf den Fersen. Sie wollte wissen, wo wurden die Bomben und die Attrappen gebaut. Unser mobiles Einsatzkommando damals war beauftragt worden, damit die Kameradschaft Jena zu observieren. Die wurden aber nach kurzer Zeit abgezogen. Und man hat die Observationsgruppe des Verfassungsschutzes eingesetzt. Der Verfassungsschutz wusste derweil genau, wo Bönhardt und Mundlos waren. Die offizielle Version ist, dass ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes die observiert hätte. Vom Baumarkt verfolgt hätte,
festgestellt hätte, dass sie zu diesen Garagen fahren und gesehen hätte, wie sie dort reingehen, das Tor zu machen. Fertig. Obwohl der Verfassungsschutz auf die mutmaßliche Bombenwerkstatt des Heimatschutzes gestoßen war, behielt er sein Wissen für sich, fast 2 Monate lang. Böhnhardt blieb auf freiem Fuß und konnte Ende Januar mit der Kameradschaft Jena in Dresden gegen die Wehrmachtsausstellung demonstrieren. Die Staatsanwaltschaft hatte nämlich zu Weihnachten Gnade walten lassen. Erst einen Tag nach der Demo im Januar durchsuchten Polizisten nach langer Verzögerung dann die Bombengarage und Böhnhardts Wohnung. Die ganze Durchsuchung ist dann ein einziges Desaster gewesen. Der Staatsanwalt, mit dem die Absprachen vor der Durchsuchung getroffen worden sind, hat sich krankschreiben lassen. Der maßgebliche Polizist war zu einer Schulungsmaßnahme. Die Polizei brach mit Verspätung die Garage an der Saale auf und fand TNT sowie fertige und halbfertige Rohrbomben. Böhnhardt wartete unterdessen bei seiner Wohnung, umstellt von Polizei. Dass diese Bombenbastlerwerkstatt auch gefunden worden ist, hat nicht dazu geführt, dass man irgendjemanden vorläufig festgenommen hat. Es wurden die Autos nicht durchsucht. Böhnhardt konnte mit einem dieser Autos einfach davonfahren. Uwe Mundlos und Beate Zschäpe schlossen sich Böhnhardt an und tauchten gemeinsam mit ihm ab. In den nächsten Wochen und Monaten sollten dem Trio über ein Dutzend Kameraden des Heimatschutzes helfen. Mit Geld, Autos, Botengängen. Für uns haben sie zur Kameradschaft gehört, sie haben zu uns gehört und natürlich haben wir sie dann unterstützt, wenn sie Probleme hatten. Die 3 Heimatschützer fuhren eine Stunde weit nach Osten, nach Chemnitz in Sachsen. Hier hatten die 3 viele Freunde, darunter Thomas Starke, einen der Anführer der Neonazi-Bewegung Blood and Honor in Sachsen. Eigentlicher Kopf der Organisation war aber Jan Werner. Blood and Honor war geprägt von Einflüssen aus England und den USA und wollte den Staat massiv angreifen. Memphis, Tennessee. Hier lebt Achim Schmidt, ein Aussteiger aus der rechten Szene. Er bewegte sich über Jahre unter militanten Neonazis. Ich war auf dem Wege, einer der absolut führenden Köpfe da auch zu werden. Ich wurde Ehrenmitglied von Blood and Honor Dänemark. In der rechten Szene, in dieser Bewegung zu sein, ist purer Stress. Man war immer einer Gefahr ausgesetzt. Gehen Sie in eine Großstadt, war man Stress ausgesetzt. Man war Stress ausgesetzt auf politischer Ebene. Überall sind Ausländer, die wollen alles wegnehmen. Und die Politiker, die sind alle jüdisch kontrolliert und das ist alles so schlimm. Ich habe dieses Konzept erst kennengelernt, als ich in den radikaleren Teil von Blood and Honor Einblick bekommen habe. Es ist ja wahnsinnig viel Propagandamaterial aus den USA nach Deutschland geschippt worden. Und das hat natürlich angefangen, Leute zu sensibilisieren für dieses White Aryan Resistance Thema. Die Propagandavideos von Blood and Honor hatten eine klare Botschaft. Man hat sich auf diesen Rassenkrieg vorbereitet. Man war überzeugt, dieser Rassenkrieg wird bald kommen. Wir wissen aber nicht wann. An den Rassenkrieg glaubten auch die Kameraden aus Jena. Auch sie verbrannten Kreuze. Schon in den frühen 90ern gab es einen Ku Klux Klan in Deutschland, angeführt von Carsten Schepanski. Dieser arbeitete 1998 seit 4 Jahren als V-Mann Piato für den Brandenburger Verfassungsschutz. Wegen versuchten Totschlags war er vorher zu einer hohen Haftstrafe verurteilt worden. Noch aus der Haft heraus knüpfte Piato Kontakte zu Jan Werner und berichtete seinem Geheimdienst, dass Werner 3 flüchtigen Skinheads mit Benefizkonzerten helfe. Piato traf sich mit seinem V-Mann-Führer in Wäldern und berichtete auch, dass Werner für das Trio Waffen suchte für weitere Überfälle. Die Ermittler konnten sogar mitlesen, wie Werner den V-Mann direkt nach Waffen fragte. Die Polizei wurde zwar informiert, der Verfassungsschutz untersagte jedoch dem LKA Thüringen, gegen Piato direkt zu ermitteln. Quellenschutz war offenbar wichtiger, als das Trio zu finden. Da stellte der Thüringer Verfassungsschutz lieber Geld für falsche Papiere zur Verfügung.
Zwischendurch war die Frage, dass Pässe, neue Pässe besorgt werden, die natürlich Geld kosten. Und zu dem Zeitpunkt war das Geldaufkommen durch Spenden relativ gering. Und da hat das Landesamt eben dann mit Geldbeträgen ausgeholfen, die ich dann weitergeleitet habe. Der Verfassungsschutz in Thüringen wusste, das Trio wollte Waffen, um damit weitere Überfälle zu begehen. Angeblich hatte man keine Ahnung, wer hinter einem spektakulären Überfall in Chemnitz steckte. Zwei junge Männer hatten kurz vor Ladenschluss den Edeka-Markt überfallen. Ein Mann rannte hinter ihnen her, die Täter schossen auf ihren Verfolger. Die Waffe ist auf ihn in Kopf- bzw. Brusthöhe abgeschossen worden. Hier sieht man noch die Einschüsse, einmal hier und einmal dort drüben. Der Mann wurde nicht verletzt. Kurz nach dem Überfall wurde eine hohe Bargeldsumme auf das Konto der damaligen Lebensgefährtin ihres Helfers Jan Werner überwiesen. Blood and Honor war damals nämlich chronisch klamm. Wir wollten Werner interviewen zu dem Überfall und seiner Suche nach Waffen für das Trio. Doch er will nicht sprechen. Auch seine Kontakte zu Schlüsselmitgliedern des weißen arischen Widerstandes im Ausland machen ihn interessant. Werner hatte auch gute Kontakte zu militanten Neonazis in England. Genau wie sein Freund, der V-Mann Piato. Der war auf dem bewaffneten Arm von Blood and Honor angesetzt, Combat 18, angeführt von Wilf Browning. In dieser Szene radikalisierte sich ein junger Brite, David Copeland. Der zündete im April 1999 drei Nagelbomben in London, tötete damit drei Menschen und verletzte Hunderte. In seinem Zimmer hatte er wie einst Uwe Bönhardt Schwarzpulver aus Silvesterraketen gekratzt, um die Bomben zu basteln. Es muss jeder für sich Hirten selber entscheiden. Das war eigentlich schon immer damals die Devise gewesen. Wer also denkt, die Zeit ist reif, also er ist schon reif dafür, der soll es halt machen. Soll es aber niemandem erzählen. Zwei Monate nach Copelands letztem Anschlag machten Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos ernst. In Nürnberg, unweit des Bahnhofs, legten sie in einer kleinen Kneipe, die von einem Türken geführt wurde, eine Bombe ab. Ein junger Türke fand die Sprengfalle, die zündete mit Verzögerung und verletzte ihn so nur leicht. In dieser Zeit besorgte sich das Trio über einen alten Heimatschutzkontakt eine Waffe mit Schalldämpfer. Es war eine Cesca 83, Kaliber 7,65. 1999 wurde auch Blood and Honor immer radikaler. In Skandinavien hat man gesagt, wir bewegen andere dazu, dass sie das tun. Sie waren eigentlich der Anstifter. Ich hatte ein Konzert gespielt in Schweden und da haben wir uns natürlich über Konzepte unterhalten, über Blood and Honor. Das war gerade die Zeit, als es in Deutschland verboten wurde. Und zum anderen wurde ich damit aufgetragen, eine der Broschüren zu übersetzen. Der Text war wie die Bibel der militanten Szene. Es ist schon ein Unterschied, ob Sie sowas nur lesen oder ob Sie es übersetzen. Und wenn Sie es nochmal übersetzen, dann überfliegen Sie das nicht nur. Ich glaube, da sind sich sehr, sehr viele junge Menschen in dieser Szene gar nicht bewusst, was sie da hinterherlaufen. Und ich glaube, manchen wird das erst bewusst, wenn sie direkt auf der Kippe stehen und diesem Terror oder man kann es einfach nur Terror nennen, direkt ins Auge blicken. Im Jahre 2000 stand die Politik unter Druck. Rechte Anschläge machten Schlagzeilen. Blood and Honor wurde vom Bundesinnenministerium verboten. Kurz zuvor war Carsten Schepanski, der dem Trio im Untergrund so nahe war, als V-Mann Piato enttarnt worden. Dem Trio musste nun klar sein, der Geheimdienst war ihnen auf der Spur. Im September 2000 suchten sich Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos ein Ziel. Am Rande von Nürnberg, unweit des Reichsparteitagsgeländes, fanden sie einen Mann, der Blumen an einem Straßenstand verkaufte. Mit zwei Waffen feuerten die Täter auf den Mann, der in seinem Lieferwagen stand. Er überlebte noch zwei Tage, getroffen von 8 Kugeln. Er wurde das erste von 10 Opfern einer beispiellosen Mordserie. Bönhardt, Mundlos und Schäpe waren unterdessen nach Zwickau gezogen, an den Rand der Stadt. Hier stellten sie später auch die erste Version eines Bekennervideos her.
Die Wohnung in Zwickau hatte das Trio unter dem Namen eines sächsischen Neonazis angemietet. Hier in Zwickau lebte zu der Zeit auch einer der wichtigsten V-Männer des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Sein Name war Ralf Marschner, Deckname Primus. Er berichtete seit Jahren aus der militanten rechten Szene. Einst hatte er Propagandavideos von Blood and Honor in Thüringen vertrieben. Im Jahre 2000 verdiente er sein Geld mit einer kleinen Baufirma für Abrissarbeiten in Zwickau. Ich habe Herrn Marschner im Zeitraum 2000 bis 2001 ungefähr auf den Baustellen gehabt als Unternehmer. Marschner gab seinen Freunden aus der rechten Szene Arbeit. Ich fand es ganz gut, dass diese Leute, die er da um sich herumgeschaut hatte, auf der Baustelle beschäftigt hat. Da hatten sie keine Möglichkeiten, was anderes zu machen. Wie Marschner 2013 in einer Vernehmung aussagte, arbeitete damals auch ein Max Florian Burkhardt für seine Baufirma. Doch auf dem vorgelegten Bild des echten Burkhardt erkannte er diesen nicht. Burkhardt war aber auch einer der Aliasnamen, die Mundlos im Untergrund benutzte. War er also der Mann, der bei Marschner arbeitete? Also der Mann auf diesem Bild ist der Vorarbeiter von Herrn Marschner. Ja, er hatte dieses prägnante Bärtchen und auch die schwarze Kleidung hatte er immer an. Also sehr eindeutig und doch die Augenbrauen sind sehr prägnant. Offenbar war es Uwe Mundlos, der für den V-Mann arbeitete. Das war eigentlich mein Ansprechpartner, wenn der Herr Marschner nicht da war. Also wenn ich bei den Stippvisiten vor Ort einige Sachen festgestellt habe, wenn an der falschen Stelle abgebrochen wurde oder solche Dinge, dann konnte ich sie mit diesem Mann besprechen. Heute betreibt der ehemalige V-Mann des Bundesamtes, bei dem der gesuchte Uwe Mundlos 2000 und 2001 aller Wahrscheinlichkeit nach arbeitete, einen Laden in Liechtenstein. Herr Marschner, guten Tag. Ja, wir verlassen das Grundstück. Sagen Sie uns, ob Sie einen Mundlos beschäftigt haben? Nein, habe ich nicht. Sofort. Ja, du verschwindest mit deiner Kamera. Kein Wunder, dass der V-Mann davon nichts mehr wissen will. Während Mundlos vermutlich bei ihm arbeitete, wurden auf den Namen seiner Firma zweimal Autos angemietet. So am 13. Juni 2001. An diesem Tag wurde in Nürnberg das zweite Opfer des NSU erschossen. Und vom 15. August bis zum 1. September 2001. Innerhalb dieses Zeitraums, am 29. August, wurde in München Habil Kilic vom NSU erschossen. Er habe den Wagen für Fahrten zu Baustellen gebraucht, behauptet der V-Mann. Als Fahrer allerdings war ein enger Freund und Angestellter Marschners eingetragen, Jens G. aus Zwickau. Der wohnt noch immer in der Polenzstraße. Schräg gegenüber von ihm lebte 7 Jahre lang das Trio in einem Eckhaus. Marschner wird 2002, wie andere Spitzel auch, vom Bundesamt für Verfassungsschutz als V-Mann abgestellt. Er hatte das Amt immer wieder angelogen. Der NSU tritt derweil an die Öffentlichkeit. Er verschickt Geldspenden an Nazi-Zeitschriften, zusammen mit einem Brief, in dem es heißt: Sieg oder Tod. Die Zeitschriften werden heute unter anderem in einem Antifa-Archiv in Berlin archiviert. Jeder konnte sie auch damals sehen. Ein Nazi-Blatt bedankt sich beim NSU. Diesen Text nimmt auch der Verfassungsschutz wahr. Auf den Gedanken, dass das gesuchte Trio dahinter steckt, kommt angeblich niemand. Und so geht die Serie weiter. In Sachsen verübten Räuber 2 Sparkassenüberfälle im Abstand von wenigen Tagen. Böhnhardt und Mundlos begingen im Jahr 2004 ihre Verbrechen praktisch vor den Augen der Öffentlichkeit. Im Fernsehen wurde nach Bankräubern gefahndet, die einen Bezug nach Zwickau hatten und mit Fahrrädern flohen. Es war immer dieselbe Vorgehensweise und keine Polizei und kein Verfassungsschutz stellte einen Zusammenhang her. So auch im Juni 2004, als Uwe Mundlos in der Kölner Kolbstraße ein Fahrrad abstellte, auf dem Gepäckträger eine Nagelbombe. Uwe Böhnhardt löste den Sprengsatz vermutlich per Fernzündung aus.
Die Polizei vermutete die Täter abermals im kriminellen Bereich. Doch das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte diesmal den richtigen Riecher und verwies auf Parallelen zu den Nagelbomben von London. In Neonazi-Zeitschriften war genau beschrieben worden, wie diese Bomben zu bauen waren. Nur die Zünder unterschieden sich. In welchem Bereich die Täter zu suchen waren, schien zumindest dem Bundesamt für Verfassungsschutz inzwischen klar zu sein. Genau ein Jahr später. Wieder war es der 9. Juni, wie in Köln. Der NSU suchte sich das Opfer für einen 6. Mord. Ismail Yashar arbeitete in seinem Dönerstand auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Diesmal hatten mehrere Zeugen die Täter gesehen. Sie kamen auf Fahrrädern und sie waren zu zweit. Eine besondere Aufbauorganisation, die BAO Bosporus, übernahm nun den Fall. Zusätzlich wurde ein Profiler hinzugezogen. Ein Punkt, der uns aber von Anfang an gestört hat an der Sache, war das Beibehalten der Waffe. Die immer weitere Verwendung ein und derselben Waffe, die uns ja als Polizei erst auf diesen Zusammenhang bringt und das verbindende Glied sozusagen darstellt in dieser Serie. Und das ist eine Verhaltensweise, die wir für schwer zu erklären fanden. Gerade wenn es im Kontext von organisierter Kriminalität wäre, deren eigentliches Interesse ja ist, im Verdeckten zu arbeiten. Nur Tage später, am 15. Juni, kam die Waffe wieder zum Einsatz. Der Grieche Theodoros Bulgaridis wurde in seinem Schlüsseldienstladen in München erschossen. Und, Zufall oder nicht, am selben Tag schaltete nach längerer Diskussion das Bundesamt den V-Mann Corelli, Thomas Richter, wieder an. Er war zeitweilig wegen Unzuverlässigkeit als Spitzel aus dem Spiel genommen worden. Nun wurden seine Kontakte zur rechten Szene offenbar wieder gebraucht. Bei Corelli war man der Auffassung gewesen, die Informationen, die diese Quelle liefert aus dem Bereich des Rechtsextremismus, sind so wertig, dass man auch bei bestehenden Risiken diese Quelle weiterführt. Wenige Monate nach dem Mord hat Richter, nach offizieller Version, dem BfV eine CD übergeben. Auf dem Cover Hitlers Hände und eine Waffe, dazu der Titel NSU, NSDAP. Einen Zusammenhang zu der Mordserie erkannte angeblich niemand. Aus unserer Sicht ein Rätsel, warum NSDAP, NSU als eine der Teilbezeichnung verwendet worden ist. Aber dies lässt aus unserer Sicht nicht den Schluss zu, dass Corelli den NSU als NSU kannte und dass er vielleicht auch Kenntnis haben könnte von Straftaten dieses NSU. Nach der jahrelangen vergeblichen Fahndung wandte sich nun das Bundeskriminalamt hilfesuchend an die Nachrichtendienste. So im März 2006 an den Verfassungsschutz Hessen. Und der reichte ein Informationsblatt des BKA zur Czeska-Serie an seine V-Mann-Führer weiter, verbunden mit dem Auftrag, deren Spitzel sollten sich umhören, was man darüber in der Szene so redet. Kaum zwei Wochen später wurde mit dieser Czeska ein Mann in Dortmund erschossen. Und nur zwei Tage später kam die Czeska in einem Internetcafé in Kassel zum Einsatz. Dem jungen Besitzer schossen die Mörder zweimal in den Kopf. Ich war wenige Tage nach dem Delikt vor Ort. Denn die Spurensicherungsmaßnahmen waren noch am Laufen und ich war noch mit Schutzausrüstung drin. Auffallend war in Kassel, dass wieder in der Nähe ein Schild einer Polizeidienststelle war. Und dann eben natürlich das Erleben vor Ort selbst. Der Tatort, die Situation, der Schreibtisch, hinter dem sich das Opfer ja befunden hat. Und im Nebenraum dann diese Computer, die Plätze, an denen ja zum Teil auch Personen saßen. Sechs Personen waren in dem Internetcafé, als die Mörder den Besitzer erschossen. Sie alle machten Aussagen, bis auf einen. Ein 14-jähriger Junge hatte ihn gesehen und beschrieben. Die Polizei wertete den Rechner aus, an dem der Mann gesessen hatte, und stieß auf einen Verdächtigen. Der Mann hatte mehrere Wohnungen, unter anderem im Haus seiner Eltern am Rand von Kassel. Die Polizisten fanden dort bei einer Durchsuchung mehrere Waffen und geheime Unterlagen des Verfassungsschutzes. Der Mann hieß Andreas Temme und gehörte zu jenen V-Mann-Führern, die auf die Spur der Czeska-Morde angesetzt worden waren. Es war natürlich für uns sehr, sehr auffällig, die Situation, dass
Ausgerechnet derjenige, der anwesend war und nicht ermittelt werden konnte bzw. sich nicht als Zeuge zur Verfügung gestellt haben, hatte ein Angehöriger des Hessischen Verfassungsschutzes war. Die Mordermittler stellten mit dem Verfassungsschützer Temme die Situation am Tatort nach. Der Mann behauptete, er habe im hinteren Raum gesurft und wollte dann zahlen. Zunächst habe er am Tresen, dann vor der Tür den Besitzer des Cafés gesucht und nicht gefunden. Zu diesem Zeitpunkt, so sind die Ermittler sicher, lag Halit Yozgat jedoch schon tot am Boden. Natürlich war es schon, sag ich mal, befremdlich, dass jemand, der dort an den Tresen tritt, Geld drauflegt, obwohl auf dem Tresen Blutstropfen waren. Und den am Boden liegenden Erschossenen nicht gesehen haben will. Und nicht nur das. Obwohl in allen Medien über den Mord im Internetcafé berichtet wurde, meldete Temme nicht der Polizei, dass er am Tatort gewesen war. Und angeblich verschwieg er das auch dem Verfassungsschutz. Nur leider ist es immer wieder in meiner beruflichen Laufbahn vorgekommen, dass ich Aussagen entgegennehmen musste, die ich nicht geglaubt habe. Die von Temme gehörte, sag ich jetzt einmal dazu, die war für mich schwer nachvollziehbar. Es war die Frage, die diskutiert worden ist, wäre ein Haftbefehl nicht angebracht gewesen in der Situation. Aber infolgedessen stellte man ja fest, dass die hessischen Verfassungsschutzbehörden inklusive des Innenministeriums eigentlich den Zugriff auf weitere Ermittlungen, ich will mal sagen, vorsichtig blockierten. Der hessische Verfassungsschutz mauert immer noch. Der Vorgang im Internetcafé ist bis heute ungeklärt. Dabei hatte Temme einen V-Mann genau in jener rechten Szene, aus der die Mörder stammten. Auch im hessischen Untersuchungsausschuss blieb ungeklärt, warum sein V-Mann Benjamin Gärtner, Deckname Gemüse, kurz vor der Tat mit Temme telefoniert hatte. Dafür wurden von der Polizei Telefonate mitgeschnitten, bei denen sich die Kollegen und Vorgesetzten Temmes fürsorglich nach dessen Befinden als von der Polizei Verdächtigter erkundigten. Ich hatte gehört, dass Sie, wie heißt das, eine Tatortprüfung gemacht haben. Und da habe ich schon gedacht, wenn Sie ihn dahin mitnehmen, ist er tot. Aber Sie haben dich, Gott sei Dank, da nicht mitgenommen. Ne? Alles klar, das ist schon mal wichtig. Der Sicherheitsbeauftragte des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz machte ebenfalls eine brisante Bemerkung. Hallo Herr Temme, grüße Sie. Ich wollte mich mal bei Ihnen melden. Ja, alles klar. Ja, keine einfache Situation für Sie. Nee, das stimmt. Ich sag ja jedem, wenn er weiß, dass irgendwo so etwas passiert, bitte nicht vorbeifahren. Ja, es ist... Ja, wie sieht es bei Ihnen aus? Wie fühlen Sie sich? Nachdem die Ermittlungen gegen ihn eingestellt wurden, bekam der Verfassungsschützer, der nichts gewusst, nichts gehört und nichts gesehen haben will, einen neuen Job. Ausgerechnet in der Abteilung Beamtenversorgung. Fragen will er nicht mehr beantworten. Der Makel letztendlich hier in Kassel, nicht auf den Grund der Wahrheit zu kommen, der war da und ist bei jeder größeren Besprechung immer wieder thematisiert worden. Aber uns waren aufgrund der justiziellen Entscheidung, aber vor allem der Entscheidung aus dem hessischen Innenministerium im Endeffekt die Hände gebunden. Die wirkliche Rolle des Verfassungsschützers Temme ist bis heute ungeklärt. Natürlich haben wir Ermittlungen weiter getätigt, die Gesamtserie betroffen hat. Und da war eben nachzuvollziehen, dass zumindest bei zwei Fällen der Verfassungsschutzbeamte Temme ein eindeutiges, belegbares Alibi hatte. Und doch war der Mord in Kassel die Wende bei den Ermittlungen der BAO Bosporus. Man nahm Abstand von der Theorie, dass die Täter aus dem Bereich der organisierten Kriminalität stammen könnten. Es reduziert sich im Grunde genommen alles auf die Frage der Opferauswahl.
Wenn man der Meinung ist, es hat was mit organisierter Kriminalität zu tun, dann sind die Opfer nicht zufällig oder situativ ausgewählt, sondern gezielt als diese Personen, und die Personen müssen weg. Und wenn man auf eine situative Opferauswahl geht, dann sind sie austauschbar bis zu einem gewissen Maße. Und dann ist darunter eine andere Motivlage, eben eine fremdenfeindliche Motivlage. Dann macht auch das Beibehalten der Waffe Sinn. Denn dann ist die Waffe sozusagen die Botschaft. Alles deutete nun endlich auf das Naheliegende hin. Die Mörder stammten aus der rechten Szene, so die neue Hypothese der BAO Bosporus. Und diese Frage hat uns natürlich bewegt. Mit wem würde man denn so ein Delikt machen? Und wir kamen zu der Einschätzung, dass da eine sehr enge Verbindung zwischen diesen zwei Menschen sein muss. Das ist entweder Familie, das sind Brüder, oder ich kann mich sehr gut erinnern in der Ergebnispräsentation, dass wir die Formulierung gewählt haben, es sind Brüder im Geiste. Das Raster der Ermittler war nun, sie suchten zwei Täter, männlich, vor dem ersten Mord im Jahre 2000 nach dem Motto Taten statt Worte, aus der Szene ausgestiegen, Erfahrung mit Sprengstoff und Schusswaffen. Jetzt hatten wir intern eine neue Hypothese entwickelt und wollten natürlich Informationen aus der Bevölkerung letztendlich generieren. Die Ermittler starteten eine Medienkampagne und die wurde auch im mitteldeutschen Fernsehen ausgestrahlt, vor der Tür des Trios. Wir halten es auch für gut möglich, dass es in Deutschland ein oder zwei Menschen gibt, die quer durch die Republik fahren und solche Straftaten begehen. Wir gehen davon aus, dass der Täter die Waffe mit dem Schalldämpfer in einer Plastiktüte verbirgt und erst im letzten Moment die Plastiktüte anhebt und durch die Plastiktüte auf sein wehrloses Opfer feuert. Die Frage an die Zuschauer lautet: Haben Sie Beobachtungen gemacht, bei dem jemand mit der Waffe, mit Schalldämpfer, vielleicht sogar durch eine Plastiktüte Schussversuche unternommen hat? 4 Tage nach der Sendung überfällt Uwe Bönhardt eine Bank. Allein. Es war aufgrund auch der Menge vorhandener Personen offensichtlich auch den Tätern nicht möglich, sich eindeutig zu konzentrieren. Er machte auch von der Gesamtheit her einen ziemlich fahrigen, aufgeregten und zum Teil etwas abwesenden Eindruck, sodass man auf eine psychische Beeinflussung schließen kann. Die Täter waren offenbar aufgescheucht. Wenn immer Sie eine Medienstrategie machen, müssen Sie auch sich die Frage stellen, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall kann natürlich passieren, es gibt weitere Fälle. Und man wechselt die Waffe, man wechselt die Opfer. Bönhardt und Mundlos änderten jedoch zunächst nicht ihre Vorgehensweise, sondern überfielen, wie gehabt, regelmäßig Banken. Abermals wurden sie dabei gefilmt. Nach dem zweiten Überfall haben wir aufgrund von Zeugenaussagen ein Phantombild eines Täters erstellen können, der von den Zeugen vor und nach der Tat in der Nähe der Sparkasse gesehen wurde. Jetzt gab es sogar ein Phantombild von Uwe Bönhardt als Bankräuber. Am Tag der Ausstrahlung der Fernsehsendung begann vermutlich Uwe Mundlos in der Polenzstraße eine neue Bekenner-DVD des NSU zu schneiden. Sechs Wochen arbeitet er unter Hochdruck an einem Film. Mit Material der Fernsehserie Paulchen Panther bekannte sich der NSU darin zu den 9 Morden. Doch dann muss etwas von ihnen Unerwartetes passiert sein. Bönhardt und Mundlos mieteten ein Wohnmobil, wie vor den meisten ihrer anderen Morde auch. Das Wohnmobil wurde am 25. April 2007 von der Polizei am Rande von Heilbronn in Oberstenfeld notiert. Wenige Minuten zuvor war die Polizistin Michelle Kiesewetter in Heilbronn erschossen worden. Ihr Kollege lebensgefährlich verletzt. Die Dienstwaffen der Beamten hatten die Täter mitgenommen. Der Mord wird am Ende der Bekenner-DVD aufgegriffen. Warum Michelle Kiesewetter sterben musste, ist eines der Rätsel des NSU-Komplexes. Die fertigen DVDs blieben in der Wohnung in der Zwickauer Frühlingsstraße, in die das Trio 2008 zog. Ein mit Videokameras gesichertes Depot, in dem wohl vor allem Beate Zschäpe wohnte. Die bekam immer wieder Besuch von Mitgliedern der Neonazi-Szene sowie von Mundlos und Bönhardt.
Auch ein weißer Camper wurde von der Kamera erfasst. Mit dem gingen Böhnhardt und Mundlos auf ihren nächsten Beutezug. Überfielen zunächst im September 2011 eine Bank in Arnstadt, dann am 4. November eine Sparkasse in Eisenach. Dort erbeuteten sie über 70.000 Euro. Doch als sie wie so oft bei ihren vorherigen Überfällen ihre Fahrräder in den Camper verfrachteten, wurden sie gesehen. Jetzt wusste die Polizei, nach welchem Fahrzeug sie fahnden musste. Als zwei Polizisten den Camper entdeckten, hörten sie Schüsse. Flammen loderten auf. Kurz darauf war der Einsatzleiter vor Ort. Als ich in Streck da eingetroffen bin, habe ich eine sehr komplexe Lage vorgefunden. Das Fahrzeug war in der Mitte bis im Dachbereich ausgebrannt. Und im Bereich des Fußbodens und im hinteren Bereich des Fahrzeugs lagen zwei Leichen. Die Leichen wurden mit dem Wohnmobil in eine Lagerhalle gebracht und dort untersucht. Wenn man die Bewaffnung gesehen hat, wenn man gesehen hat, dass womöglich der Polizeifunk abgehört worden ist, wenn man das Verhalten der Täter noch mit einbezieht, also die hätten sich ja nicht unbedingt selbst erschießen müssen, sondern vielleicht gibt es da eine Geschichte, die wir noch nicht kennen. Und das war Ansatzpunkt für die weiteren Ermittlungen. Im Camper lagen die Beweise für 10 Morde, die Bekenner-DVDs und die Waffen der ermordeten Polizistin und ihres Kollegen. In der Nacht identifizierten die Fahnder auch die erste Leiche. Es war Uwe Mundlos. Es war relativ schnell klar, dass Mundlos einer der drei Personen ist, die 98 de facto von der Bildfläche verschwunden sind, zusammen mit Herrn Böhnhardt und zusammen mit Frau Tschäpe. Den letzten Beweis fanden die Ermittler in den rauchenden Trümmern des Hauses in der Frühlingsstraße. Die Czeska, mit der 9 Menschen erschossen worden waren. Beate Tschäpe stellte sich nach einer tagelangen Irrfahrt selbst der Polizei. Seit Jahren steht sie vor Gericht, gemeinsam mit ehemaligen Mitgliedern des Thüringer Heimatschutzes. Die meisten der Weggefährten geben sich vor Gericht sehr wortkarg. Egal, was gelaufen ist, auch jetzt bei mir im Hinblick auf Verfassungsschutz oder Sonstiges, es ändert nichts dran, dass wir die Zeit damals positiv in Erinnerung haben, uns nicht schämen für die Sachen, die wir politisch gemacht haben. Und natürlich hat das zusammengeschweißt und da fällt, glaube ich, keiner den anderen in den Rücken. Aber wir stellen uns natürlich auch Fragen. Warum sind gerade diese 9 Migranten getötet worden? Warum ist Frau Kiesewetter getötet worden? Waren es wirklich nur diese 3 gewesen oder waren es andere gewesen, die sie noch unterstützt hatten? Ja, stille Wasser sind tief. Also ich kenne da einige, denen würde ich sowas auch zutrauen. Aber von denen würde es niemals irgendjemand denken oder Hirten vermuten. Weil ich denke, wenn die Zeit reif ist, dann gibt es genug. Die sowas machen, wie der NSU gemacht hat? Ja. Kann ich mir durchaus vorstellen.